So, hallo liebe YouTuber. Heute gibt es ein ganz tolles Video. Und zwar, wir haben eine Kundin, die möchte gerne ihren Balkonkasten bepflanzen mit bienenfreundlichen Pflanzen. Natürlich schon verschiedenes hier gesucht, aber jetzt ist erstmal, genau, jetzt kann man es mal zeigen im Namen. Das ist ein Balkonkasten. Das ist, haben wir öfters jetzt bei Kunden. Da war mal so eine, ja, so eine Einlageschicht mit so einem Bewässerungssystem drin. Und hier sieht man vielleicht da diese Trichter, die nach oben gehen. Das Problem ist jetzt bei so einem Kasten, wenn wir das jetzt so lassen und bepflanzen, dann ist immer so eine Schicht Wasser drin. Und das Wasser kann nicht ablaufen und es ist eigentlich immer so eine, ja, Entschuldigung, Matschepampe da drin. Und da würde ich als erstes, ich würde jetzt nicht versuchen, diese Trichter rauszubrechen, sondern was wir machen ist, wir nehmen jetzt tatsächlich eine Bohrmaschine und machen dann hier Löcher rein und legen dann einen Drainagefließ drüber, dass das Wasser auch ordentlich ablaufen kann. Weil so, wenn dann immer Wasser drin steht, ist es total doof. Ja. Und dann gibt es hier noch diesen schicken kleinen Bügel. Der bewirkt natürlich, dass der Kasten nicht so auseinanderquillt, ja, was man auch öfters kennt. Und entweder, wenn der mal verloren gegangen ist, was ja auch öfters passiert, kann man auch einen richtig festen Draht nehmen. Und ist auf jeden Fall gut, wenn der mit dran ist. Ja, das ist ganz wichtig. Aber diese Trichter, das wollte ich auf jeden Fall mal erklärt haben, weil das Phänomen, das hatte ich vor einer Woche erst bei einer Kundin, die hat gesagt, ihre Pflanzen, die gedeihen überhaupt nicht. Und es ist mir eigentlich klar, weil die Pflanzen, die finden es ziemlich doof, hier im Wasser zu stehen. Das tut keiner Pflanze gut, dauerhaft nasse Füße. Ja, und man sollte bienenfreundlich, ist natürlich total wichtig, weil wir brauchen die Bienen für die Bestäubung, auch von, wenn wir Obst anbauen. Für alles sind die Bienen super wichtig und es sollte unterschiedliche Blühzeiten haben. Und was ganz wichtig ist, dass die Pflanzen, also die Blühpflanzen, ich sage es andersrum, wenn die gefüllt sind, dann ist es zwar wunderschön, aber die Bienen kommen da nicht so gut rein. Und am schönsten ist es eigentlich, wenn man, also bienenfreundlich sind, möglichst ungefüllte Blühpflanzen, wie zum Beispiel hier diese schöne San Vitalia, die ist ganz toll, die finden Bienen sehr gut. Und Tagetes sind auch sehr, sehr bienenfreundlich. Die sind super. Der Lavendel, der ist ja auch aus der Provence, kennen wir es ja. Der Lavendel ist perfekt. Und man kann auch, ja, das sagen wir nochmal, welche Arten, man kann auch sehr schön blühende Kräuter dazwischen pflanzen. Ja, das ist auch toll, dass man eine Mischung macht aus Blühpflanzen und Kräutern. Aber wir haben jetzt einfach Verschiedenes gesucht und was auch wirklich ein Sonnenanbeter ist und was die Bienen auch lieben, das sind die Wandelröschen. Die sind wirklich für eine Sonnenfront bestens geeignet. Und hier haben wir eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Auswahl für unseren Kasten. Ich glaube, wir gucken jetzt dann gleich mal. Und ja, es gibt noch einiges zu erzählen über bienenfreundliche Pflanzen. Aber wir gehen jetzt dann gleich mal in den Arbeitsbereich. Und dann zeigen wir euch auch mit der Bepflanzung und wie wir das machen mit der Drainage gleich. Also die Löcher, die machen wir auf jeden Fall mit der Bohrmaschine, weil wenn man die jetzt mit einem Nagel oder so reinhauen will, dann ist es ziemlich doof, weil dann splittert dieses Plastik zum Teil und da ist der Kasten kaputt und das ist total ärgerlich. Und wenn man das mit einer Bohrmaschine macht, dann ist es super, aber jetzt mache ich erstmal Krach. Unterhalten, ob wir jetzt eine Drainage legen, mit, also dass hier eine Belüftung ist, oder ob wir nur Vlies drüber legen, aber damit die Balkonpflanzen genügend Erde haben, legen wir jetzt keine Drainage mehr mit Hydrokugeln, sondern wir legen jetzt gleich den Vlies, damit die möglichst viel Erde haben und damit die sich super entwickeln können. So, und jetzt geht es endlich ans Pflanzen. Hallo, ich werde jetzt mal die Kästen bepflanzen, was die Margit ja schon erzählt hat, mit den bienenfreundlichen Pflanzen. Und ich lege jetzt mal los.
Also, als erstes nehmen wir den Vlies, den ich jetzt schon geschnitten habe. Da kann man auch ein altes Stück Stoff nehmen, eine Jeans oder was man übrig hat, kann man nehmen. Irgendwas, was weg muss, das ist dann ganz praktisch, dann kann man das da reinlegen. So. Hauptsache, es ist wasserdurchlässig. Ja, genau, das ist irgendwie Stoff. Ja, das ist A und O. Ja, so, jetzt habe ich das da reingelegt. So, auf unsere Löcher. Jetzt hole ich die Erde. So, da ist eine gewisse Menge Erde rein. Man wundert sich immer, wie viel Erde in so einen Kasten passt. Das ist nämlich immer reichlich. Und da die auch so locker dann drin sitzt, kann man die auch schön wegdrücken, um die Pflanzenballen dann reinzusetzen. Also wenn man einen größeren Kasten hat, zu bepflanzen hat, ich habe eine Kundin, die hat 1,80 Meter mal 30 cm. Es gibt tatsächlich im Internet Rechner, wo man das Erdvolumen berechnen kann. Das habe ich dann gemacht, weil ich wusste das nämlich auch nicht. So, dann. Man kann auch, wenn die Wurzelballen sehr stark verwurzelt sind, das ist jetzt zwar hier nicht der Fall, aber dann kann man die auch so ein bisschen auseinanderziehen unten. Das tut denen auch ganz gut. So, dann setze ich die da rein. Dann machen wir da eine schöne Mischung draus. Wenn mal ein Topf nicht abgeht, kann man auch den Topf an die Tischkante so aufschlagen. Und dann geht es, Vorführeffekt jetzt klappt es nicht, ein bisschen die Wurzeln abmachen unten. Aber dann kann man da immer, das ist noch extrem. Und dann immer so ein bisschen auf den Rand klopfen und dann geht es besser raus. So. Dann haben wir hier noch die weißen. Da kann man es jetzt auch schön klopfen und dann kommt es raus. Ich finde das ja auch super, wenn das eben genau die Probleme, die ihr habt beim Pflanzen oder dass es nicht aus dem Topf geht, wenn wir die auch haben und wir das zeigen, weil genau das ist die Realität. Es muss nicht alles auf Anhieb klappen, oder? So, und da die Tagete jetzt nicht so groß sind, mache ich zwei und mache eine Stelle. So, jetzt habe ich meine Pflanzen drin. Ja, finde die Anordnung ganz schön. Habe auch noch ein bisschen Platz dazwischen, dass sie sich noch entfalten können, weil das ist nämlich auch wichtig, die wachsen ja noch. Und jetzt fülle ich die Erde einfach auf. Ja, praktisch ist natürlich, wenn man eine Hand hat, ich kann die auch gerne noch mit einer Hand halten. Wenn man eine Hand hat, ja, geht, okay. Wenn man mit einer Hand weghält, aber wenn das eine größere Pflanze ist, ist es natürlich immer schön, wenn da noch jemand ja, die Pflanze weghält, weil das dauert ja doch ein bisschen, bis man das alles füllt. Die Farben passen ganz toll zueinander, finde ich. Das ist irre, schön, wenn man das, ja, so, wenn man das hier so sieht, entlang, super. Und dann schön festdrücken. Ja, nur so ein bisschen nachschieben, weil die ist jetzt ganz locker, meine Erde. Und dann ruhig, dass das schön fest sitzt. Das ist jetzt eine vorgedüngte Pflanzenerde oder hat die? Ja, die hat, ich glaube, vier Wochen sollte man nicht düngen. Wenn man frisch gepflanzt hat, das ist so eine Regel, 4 Wochen nicht düngen und danach kann man einen Flüssigdünger nehmen und das dann regelmäßig aber machen im Sommer. Oder man macht Langzeitdünger rein, das geht auch, das ist dann ein Hornkries. Zum Beispiel, und den kann man direkt noch anarbeiten, wobei der halt mehrere Wochen braucht, um sich zu entfalten. Oder um seine Schuhe zu geben. Deswegen ist eigentlich ist es fast besser, dann zum regelmäßig zu düngen. Also ich bin ehrlich gesagt Flüssigdünger-Fan, aber
Ich glaube, das sieht jeder anders. Du, glaube ich, auch, oder? Wenn ja, ich deine Worte jetzt. Ich nehme auch gern Flüssigdünger, ja. Stimmt. Ich wollte noch mal was zu den Blüten sagen. Also wir haben eingangs habe ich ja gesagt, dass es auch offene Blüten sein sollten. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die sind extra gezüchtet auf Blütenfülle, sogenannte Hybridpflanzen, die aber leider wunderschöne Blüte, aber nicht so viel Nektar produzieren. Das heißt, die sehen ganz toll aus, locken die Bienchen an, aber eigentlich haben die gar nicht so viel Nahrung. Und deswegen ist es eben nicht die Blütenfülle, auf die es immer ankommt. Und wir haben auch mal nachgeguckt, was sich so eignet an Blüten. Das sind also die Wandelröschen natürlich, die wir hier drin haben. Glockenblumen, ja, Wandelröschen sind genau, die hier, sind genau. Diese. Jawohl, danke, ja. Glockenblümchen, Kapuzinergresse, Löwenmäulchen sind auch ganz toll für die Insekten zum Reinkriechen. Der Lavendel, den haben wir ja auch hier drin. Der blüht nur noch nicht. Genau, das hier ist der Lavendel. Noch sehr grün, wie er in der Natur halt noch ist. Dann ist auch Margeriten sind sehr gut. Männertreu, Ringelblumen. Also gibt es sehr viel. Und dann ist halt eine ganz tolle Variation, dass man blühende Kräuter gemischt mit den Blühpflanzen einpflanzen kann. Und dann hat man so ein richtig lebendiges und auch noch für die Küche und zum Kochen so eine lebendige Mischung. Ich denke, da werden wir bestimmt noch mal was zeigen, weil auch es blühen ja auch Dill und Petersilie, Oregano, Rosmarin. Auch die haben ja auch Blüten noch. Und ich denke, das ist dann schön für die Küche und schön fürs Auge und schön für die Bienen. Also ja, eigentlich was für alle. Jetzt mache ich diesen Einsatz wieder dazwischen, ja, dass der Kasten sich nicht so auseinanderdrückt. Super. Perfekt. So soll es sein. Was auch noch wichtig ist, man sollte Pflanzen nie ballentrocken verarbeiten oder pflanzen. Immer vorher gucken, dass sie nicht ganz trocken sind, sondern eine gewisse Feuchtigkeit haben. Das ist immer wichtig. Obwohl man sie dann trotzdem angießen muss, aber es ist für die Pflanze einfach leichter, wenn sie schon mal eine gewisse Feuchtigkeit hat, sich zu akklimatisieren in der Erde. Also was wir dann in der Regel ja machen, ist die Pflanze einfach zu tauchen in einem Eimer Wasser, bis sie nicht mehr blubbert, ja, um den Ballen gut anzufeuchten. Also vorher einfach mal ordentlich gießen, einen Moment stehen lassen und dann verarbeiten. Mhm. So, wo ist auch hier? Habe ich jetzt genug drin? Ein bisschen einen Gießrand lassen, ist immer gut, sonst schwemmt einem gleich die Erde drüber, wenn man anfängt zu gießen. Wenn du nochmal herkommen möchtest. Mhm. Jawohl, ja, der Gießrand. Dass hier so ein bisschen ein Gießrand ist. Mhm. Ja? Mhm. Dass wenn da mal das Wasser steht, dass es nicht gleich oben drüber läuft. Weil die frische Erde schwemmt es dann sofort raus und deswegen ist es wichtig, dass da ein bisschen ein Gießrand ist. So, ich klopfe die immer ganz gern ein bisschen auf, dann rutscht es richtig zurecht. So, fertig. Super. Da ist mein Kasten. Sehr schön. Das sieht toll aus. Das ist ein richtig schönes Foto. Danke, liebe Eva. Gerne doch. Viel Freude euch beim Pflanzen eurer Kästen. Tschüss. Tschüss.